Ja, wir wurden jetzt hier an den Stand von der Firma Spitzer eingeladen, denn wir haben uns sagen lassen, dass es hier am Stand eine echte Innovation gibt, und zwar ein Siloauflieger, der sich teilautomatisiert entleeren lässt. Und dazu ist jetzt der Herr Peter Haug hier bei uns. Herr Haug, ich grüße Sie. Hallo, grüße Sie. Danke für die Einladung. Gerne. Sie sind aus der Fahrzeugentwicklung, ja, und wissen sozusagen genau, was dahinter uns steht. Was genau ist das Besondere an dem Fahrzeug? Ja, also das Besondere ist einfach der Komfort und das teilautomatisierte Arbeiten mit dem System, mit dem entscheidenden Aspekt der gewonnenen Sicherheit. Wir haben ein System, funkgesteuert, wie man hier sieht, und können im Prinzip, haben im Prinzip über drei Modis, einmal Fallentleerung, die Druckentleerung und Reinigung, eine Vorauswahl, die es dem Bediener sehr einfach macht, dieses Fahrzeug oder die Anlage zu bedienen. Es kommt immer mehr zu Vakuumschäden und bekanntermaßen sind die sehr teuer. Dem haben wir Rechnung getragen und haben beispielsweise bei der Fallentleerung haben wir beispielsweise, sieht man hier die zwei Domdeckel. Die werden abgefragt. Wenn das Fahrzeug kippt, müssen die zwei Domdeckel auf sein, sonst ist das Kippen verriegelt. Da sieht man hier das Schloss und kann nicht gekippt werden. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Aspekt, weil genau über diese Funktion kann man viele Vakuumschäden verhindern. Und so ein Vakuumschaden, der ist schnell über 30.000, 40.000 Euro eine Rechnung da. Also das passiert sehr, sehr schnell. Ganz entscheidender Vorteil im Moment mit diesem System ist, ich kann mit einem Tastendruck, mit einmal bedienen hier, kann ich das Fahrzeug komplett ausnivellieren. Dann fahren diese Hydraulikstützen fahren aus und nivellieren das Fahrzeug hier genau in die 0-Grad-Ebene. Und damit ist gewährleistet, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß ausnivelliert ist und kann sofort gekippt werden. Was auch noch geht, falls man manuell arbeiten möchte, das ist der Automatikmodus, falls man manuell arbeiten möchte, dann drückt man hier auf manuell. Und dann kann ich alle Funktionen, die ist, automatisiert ablaufen. Ein weiterer Aspekt ist beispielsweise Wind, also wir haben einen obenen Ultraschallsensor, der guckt, wie stark ist der Wind, weil es kann durchaus vorkommen, dass ein Fahrzeug umkippt, wenn zu wenig Gewicht drin ist und der Seitenwind zu stark ist bei gekipptem Fahrzeug und dann fällt das Ding einfach um. Also da ist auch eine Verriegelung da und hilft dem Bediener sehr. Jetzt hat natürlich nicht jeder Spediteur die gleiche Sattelzugmaschine im Einsatz, ja. Es sind verschiedene Marken, die zum Einsatz kommen. Ja. Das System, ist das denn nur auf eine Marke von einem Hersteller von LKWs möglich oder kann man das System bei verschiedenen LKW-Herstellern, bei verschiedenen Marken auch zum Einsatz kommen lassen? Ist das da kompatibel? Ja, also Sie können das bei allen LKW-Herstellern im Prinzip einsetzen. Es wird, wie gesagt, über den Dongle wird im Prinzip kommuniziert, aber im Moment ist das so für die kippenden Fahrzeuge, also so wie wir es hier sehen, ist es konzipiert. Und da macht es auch eigentlich Sinn. Kann der Kunde seinen Siloauflieger jetzt schon so bei Spitzer mit diesem System bestellen und auch kriegen? Sie können das System, so wie es jetzt ist, auch bei Spitzer bestellen und bekommen das geliefert. Ja. Geht grundsätzlich, ja. Dieses Fahrzeug ist auch im Einsatz und ja, aus unserer Sicht sehr erfolgreich. Aber Sie haben doch sicherlich auch, ich sage jetzt mal, etwas aus Ihrem klassischen Produktportfolio auch mit zu Nufam gebracht. Was gibt es denn noch hier am Stand zu sehen? Also wir haben, wie gesagt, da drüben noch die liegenden Fahrzeuge, also die sogenannten EUDA-Fahrzeuge. Können wir gerne mal hingehen. Gerne. Und uns die mal anschauen. Prima, super. Ja, also hier haben wir, wie gesagt, die EUDA-Fahrzeuge oder sogenannte liegende Fahrzeuge. Das sieht man vorne über den Koenigszapfen, werden die mit dem Sattelauflieger aufgenommen, haben die entsprechenden Luftanschlüsse und haben ein Auslaufsystem, ein sogenanntes modulares Auslaufsystem. Hat den riesen Nutzen für den Kunde, weil es modular ist, kann er zu jeder Zeit bei Verschleiß sich direkt ein neues Teil bestellen und einbauen und hat
damit deutlich kürzere Standzeiten. Das gab es vor Jahren nicht, das haben wir ganz neu eingeführt und ist eine, ja, für den Kunden eine super Sache. Ja, dann ganz herzlichen Dank für die detaillierte Vorstellung der Fahrzeuge. Es war sehr spannend. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Dankeschön. Danke auch, ja. Tschüss. Ciao.